Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn mir morgens beim Duschen schon das Wasser ins Bier läuft, ist der Tag gelaufen. Er, also meine E-Mail ist romantisch@gmx.de. Verkäuferin? Soll das jetzt ein Anmachspruch sein? Romantisch 43, möchte nur sein Newsletter. Hirn, das ist sie. Rücken, die perfekte Schlafposition, ja. Gelenke, absolut. Muskeln, traumhaft. Blase? Hallöchen. Wenn ich meiner Nichte mein Geld gebe, habe ich dann mein Geld vernichtet? Hier sind 8 Bäcker in einer Straße. Man spricht nur noch vom Rotlichtviertel. Da hole ich mir auch gleich mal eine Schnecke. Sie? Was guckst du im Fernsehen? Ich? Gewichte heben WM. Sie? Von den Männern oder den Frauen? Ich habe keine verfickte Ahnung. Kannst du duschen? Mein Mitbewohner, wenn er im Bad fertig ist. Arnold Schwarzenegger, wenn er versucht, das Wort Constitution auszusprechen. Von deiner Schönheit wird man ohnmächtig. Danke. Weißt du, wovon man noch ohnmächtig wird? Nein. Von dem Zeug, das ich dir in den Drink getan habe. Gute Nacht, wir sehen uns in meinem Keller. Sie steht auf ihn, er steht auf sie, ich stehe daneben, das ist mein Leben. Erstens, fass ihr an den Arsch. Zweitens, wehre die Ohrfeige mit einem High Five ab. Drittens, renn. Viertens, stirb glücklich. Ich habe in mein Bett geschissen. Darf ich in deinem schlafen? Wusch, 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 ich bin ein Helikopter. Darf ich bei dir landen? Ich bin einsam, du bist einsam. Darf ich dich einsamen? An den Typ, der meine Freizeitparkkarte gestohlen hat, du kannst was erleben. Chef, beim Arbeiten wird nicht geraucht. Ich? Sehen Sie mich arbeiten? Schatz, das sind meine Eltern. Meine auch. Dorfliebe. Zieh mal meinen Finger. Musst du pupsen? Zieh. Oh mein Gott. Ich glaube, dass du schon so unerotisch bist. Mir wurde ein Modelljob bei einer großen Fitnesskette angeboten. Ich bin das vorher. Pragmatismus ist, wenn man auf Kletteis ausrutscht und direkt liegen bleibt, um die schmerzende Stelle zu kühlen. Ich will mit dir uscheln. K, mein Freund. T, die Oberzicke. M, der Seehund. N, Til Schweiger. Hätte gerne den Sprecher aus Anno 1602 für den Kühlschrank. Ihr habt Joghurt gefunden. Euer Volk wünscht sich Schokolade. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.